Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play I Wanna Be The Guy und die falsche Spielzeit geht schon auf die 10 Stunden zu. Das sollte einiges sagen. Naja, gehen wir los. Heute mal wieder für eine Folge allein. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin hier und hier war ich beim letzten Mal nicht. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Nach dem Geduldsraum mit den ganzen Stacheln kamen wir an eine Stelle, an die wir früher schon waren, durch alte Gebiete, und die habe ich jetzt offscreen gemacht. Naja, egal. Wenn man durch den einen Raum da geht mit den zwei schießenden Viechern, dann kommt man hier hin und anstatt dass ich mit Rio hier hochgehe, habe ich das Teil einfach wieder ausgeschaltet und bin hier rüber gerannt. Ja, und jetzt bin ich hier. So, taucht auf. Mike. Komm. Taucht noch mehr auf. Leute. Ja, Bowser. Das ist nicht ganz die Reihenfolge. Das ist gerade so langsam. Birdo. Dracula. Und. Komm, einer fehlt noch. Kreidgief. 5 sind erledigt. 6 Units brauche ich. Und. Also machen wir uns auf zum letzten. Und dazu müssen wir wieder zum Beginn. Gut, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist, durch den Room of Divine Teleportation zu gehen. Was sich... zu früh bewegt. So ein Müll. Nicht machen werde. Ich hatte es ursprünglich eigentlich geplant, weil es einfacher ist. Man kann sich... Ein ganzes Stück. Man spart sich ein paar Todesfallen, die man umgeht, wenn man dort die Teleportation nutzt. Ich werde es nicht machen, weil ich mir ja Todesfallen sparen würde. Solche Todesfallen zum Beispiel. Ja, aber auf jeden Fall muss ich erstmal nach da unten. Da kann man auch recht dankbar für den Speicherpunkt da sein. Man spart sich nämlich hier eine ganze Menge Laufarbeit. Okay, wie kann man an dem vorbei? Oh. Shit. Mit einfachem Laufen war das, glaube ich, nicht getan. Ich werde es aber trotzdem einfach mal jetzt versuchen, weil was sei schon zu verlieren außer meinem Leben? Oh. Jo, das funktioniert sogar. Krasse Scheiße. Gut, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir runter und... Nur Stacheln! Sind nur Stacheln nicht schön? Aber man kann dort den einen rausschießen und dann... Wow, shit. Tauchen die Teile. Oh Gott. So. Die Teile hier auf. Oh Gott, ich renne da schon wieder runter. Was ist gerade los? Und was war das? Man sieht den auch so ein bisschen wackeln, also... ja, die Folge ist natürlich nicht zufällig, sondern stumpides auswendig lernen. War doch schon darüber, shit. Und ja, das werde ich jetzt hoffentlich halbwegs schnell schaffen. Jetzt zurück. Weiß ich. Jetzt glaube ich noch weiter runter. Shit. Okay. Dann dahin. Dann dahin. Gucken wir uns nochmal an. Dann sind wir durch. Ja, es geht von der Zeit her eigentlich. Ups. Das
ein bisschen Geduld, ein bisschen auswendig lernen, aber... Ach, shit. Irgendwie habe ich mit dem Problem. Vollkommen sinnloserweise. Ich war schon, wollte nach unten springen. Jetzt geht's. Yep. Ja, springen bei dem. Aber ich hab's fast geschafft. Wop. Ist eigentlich wirklich gar nicht so schwer. Mich hat's irgendwie auch lange in Erinnerung, und würde ich bei dem nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung oder sowas machen. Was? Ich bin auf dem gelandet. Und boah, wieso habe ich den nicht getroffen? So, alles gut. Hat. Hoch. Shit. Sag mal, was ist gerade hier los? Ist ja noch schlimmer als sonst schon. Losgesprungen. Ja. Der Raum sollte eigentlich besiegt sein und oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso habe ich den nicht? Den Raum. Der göttlichen Transportation benutzt. Hört sich das auf Deutsch schrecklich an. Huh? So, jetzt bin ich hier durch und wenn ich hier zu lange in dem Raum bleibe, kommt ein Gegner runter und darauf hatte ich keine Lust. Ach, Gott. Ja, wir sind hier nach Kreidgief. Ich glaube, da das noch nicht allzu lange ist, erkennt das jeder. Da sind wir von hier unten gekommen, jetzt sind wir von da oben gekommen. Und gerade da oben wollte ich einen Stern bei der Raum. Davor habe ich schon zu lange gebraucht. Alternativ hätten wir auch den Kite-Gift-Teleporter nehmen können und wir wären, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir hier direkt gespawnt werden oder unter mir. Aber auf jeden Fall bei diesem Save-Point wären wir gespawnt und das wäre eigentlich schneller gegangen, aber jetzt habt ihr den Weg da vorne auch gesehen. Sag mal. Slowdown bis zum geht nicht mehr. Irgendwas. Über die Zeit ist das nur schlimmer geworden. Ja. Und jetzt müssen wir dorthin. Wo, hallo? Schieß? Gott. Das fühlt sich wieder so richtig unflüssig an. Schade.
ja, dort vorne hat man schon gesehen, das hatte ich beim ersten Mal auch gesagt, dort wo er nach dem langen Gang das Teil runterfährt. Ja, genau, Kate. Gott. Nicht nur, dass die Technik Probleme macht, ich spiele aber auch wie Mist gerade. Wie Mist. Wie habe ich den einen da überhaupt stehen gelassen? Ich überlege gerade, ob ich das nicht sowieso jetzt cutten soll. Ich muss da näher dran springen, auf jeden Fall. Weil das hier kennt ihr ja schon. Und, oh, Gottes Willen. Computer, was ist heute mit dir los? Gar nicht, wie lange die Aufgabe schon gerade geht. Kurz Moment. So, da bin ich wieder. Ja, so ein paar Minuten hänge ich noch dran. Vielleicht schaffe ich es in der Zeit, wenn nicht. Oh Gott. Viel zu früh. Wenn nicht, dann ist auch egal. Ich muss dann dann springe ich da nicht runter. Ah Gott, das sind gerade auch wieder die gleichen Anfängerfehler, die ich beim ersten Mal in diesem Raum hatte. Sollte man es nicht besser beherrschen, wenn man einmal da durch ist? Ja, Kante gerannt. Dämlichste Mechanik in diesem Spiel überhaupt. Ich sterbe, nein, ich springe, wenn ich nicht der Kante nur näher. Und dass ich springe. Da schon wieder, das zählt ja als Sprung. Das also als zweiter. Wow. Ach, der ging ja auch runter. Und der andere ging hoch und. Ah. Ich habe die ganzen Schmerzen, die ich hier erlebt habe, obwohl es nicht übermäßig viele waren, schon wieder ausgeblendet. Und durch andere Tode ersetzt. Runter. Einfach nur runterlaufen und einen Sprung machen. Das wird irgendwie alles nur überschrieben mit neuen Toten. Kann mich hier gar nicht auf Höhe. Was? Wie bist du durch meinen Papierkugelhagel durchgeflogen, du Mistvieh? Was? Ich bin noch gesprungen. Fast noch angekommen. Oh, manchmal geht er ja auch einfach durch. Und es war zu früh. Und dadurch zu hoch gekommen und dagegen gestoßen. Und das soll nicht sein. Dieser Raum ist echt nicht so schwer. Weil diese zwei Räume. Immerhin habe ich euch schon mal geschafft. Och, die Stachel gehen zu weit.
springen. Du sollst springen, verdammter Kerl. Springen. So, ich bin wieder hier. Und gut. Nächstes Mal geht's, wie gesagt, rechts, links, rechts und da unten den Doppelsprung. Das wird ein Spaß. Und die Viecher kamen da auch her? Oh Gott. Das gibt's beim nächsten Mal. Macht's gut.